Ich habe ein sehr großes Filmarchiv. Ja, das ist richtig. Ich habe immer dafür gedacht, irgendwann mal brauche ich es vielleicht. Nicht für so einen Film oder für ein Buch. Mein Buch kommt ja nächstes Jahr raus. Meine Autobiografie, Rolf Eden, das ganze Leben nur Glück gehabt. Und da braucht man solche Sachen, um die Memoiren, um die Erinnerungen einfach zu erfrischen. Mhm. Das heißt, Sie benutzen Ihr Filmarchiv sozusagen als visuelles Tagebuch? Auf alle Fälle, ja, genau. Weil Tagebuch habe ich ja nie geschrieben, aber ich habe viele Filme gemacht. Ja, ich habe ja auch immer so einen kleinen, aber es ist kein Tagebuch, immer so einen kleinen Kalender mit. Und da schreibe ich mir auf, mit welcher Dame ich geschlafen habe und wie sie gut war oder schlecht war. Von 1 bis 5 Sterne. 5 Sterne ist das Beste. Damit ich dann, wenn ich mal wieder mit ihr schlafen will, gucke, wie war die junge Dame. Aber auch andere Sachen gucke ich mir manchmal an und ach, das war ja so schön da und das waren diese und diese Eindrücke und das waren die und die junge Dame, die ich damals hatte. Ne? Und das ist was Schönes, wenn man im gewissen Alter sowas gucken kann. Ne? Mhm. Können Sie sich an alle Personen, die auf Ihren Filmen auftauchen und die Situation noch erinnern? Wissen Sie, wo und wann das war? Weil Sie hatten ja ein sehr bewegtes Leben. Ja, also an alle Sachen kann ich mich natürlich nicht so erinnern. Das ist klar, das ist ganz schwierig. Ne? Aber an die hübschesten Damen schon. Aber wenn sie hässlich waren, will ich sie gar nicht mehr in Erinnerung bringen. Haben Sie da noch Pläne, das irgendwie anders zu verwerten, anders auszuwerten? Ja, wie ich schon gesagt habe, erstens mein Buch, da gucke ich und dann werde ich mich natürlich an viele Sachen erinnern, aber wir machen ja nächstes Jahr auch mit den Dörfler einen Spielfilm über mein Leben, mit Schauspielern. Da meine Kinder zum Teil spielen mich dann selbst in diesem gewissen Alter, also der 14-Jährige, was ich mich mit, der ist ja heute auch schon 15, also wird er bis nächstes Jahr. Und die anderen, wenn die wollen, ja, spielen die mich und dann haben wir einen sehr guten Mann gefunden, der mich sehr, sehr ähnlich aussieht, wie ich früher war und der spielt mich dann. Das war ein richtig schöner Spielfilm. Prima. Wären Sie gerne Schauspieler geworden? Hat Sie das gereizt? Ich war, ja, was heißt, wäre ich gerne? Ich bin Schauspieler. Ich hab 26 Filme gedreht. Ne? Mhm. Und unter den Filmen waren auch ganz große Hauptrollen zum Beispiel. Nicht? Aber ich habe auch Theater gespielt, nicht sehr oft, aber hin und wieder. Es war mir zu langweilig, immer dasselbe zu quatschen. Okay. Hier im Kurfürstendamm-Theater vor Jahren und woanders noch. Mhm. Und ich hatte ja auch ein Theater gehabt. Sie hatten auch ein Theater? Ja, da wo jetzt die Schaubühne ist, das war mein Theater. Das hieß Eden-Theater. Ja, stimmt, das haben wir gelesen. War das ein richtiges Theater mit Sprechstücken? Richtiges Theater, ganz normal. Nicht? Aber wir haben keine alleine Inszenierung gemacht, sondern nur Gastspiele. Mhm. Und es war sehr, sehr erfolgreich. Was ist damals dort gelaufen ungefähr? Also naja, das ist erstmal Boys in the Band gelaufen. Das war das erste Schwulenstück in Deutschland. Mhm. Weil wir in Berlin Gott sei Dank so viele Schwulen haben, ist das natürlich ganz fantastisch gelaufen. Dann haben wir hergespielt ein Jahr. War auch ein das Riesen- Musical. Bitte? Das Musical. Das Musical, ja. War auch ein Riesenerfolg und noch ein paar andere Sachen. Und dann hatte ich Glück gehabt, aber das war ja nicht meine Branche eigentlich. Die Stadt wollte hier einen sehr guten Regisseur auch zurückkriegen und da haben sie von mir das für sehr viel Geld gekauft damals. Verstehe. Und dann ist die Schaubühne draus geworden, der Rest dann ist Theatergeschichte. Genau. Hat es Sie mal gereizt oder hätten Sie gerne mal einen richtigen großen Spielfilm inszeniert? Also so eine Großproduktion mit einem Millionenbudget und niemals. 200 Kopien? Ich habe nie inszeniert, was zu inszenieren. Nee, niemals. Ich war sehr zufrieden als Schauspieler überall, aber ich wollte keinen Film selbst inszenieren oder organisieren oder was anderes. Nein, gar nicht. Ist nicht mein Metier. Sie stehen lieber vor als hinter der Kamera. Das war ganz wichtig zu der Zeit, dass ich vor der Kamera gestanden bin. Weil die Leute haben mich im Kino gesehen, ach, das ist ja Olle Eden, da müssen wir heute Abend hin. Ich hatte jetzt zu der Zeit 6 Betriebe am Kurfürstendamm und da war das sehr wichtig. Alles, was mit Werbung, was mit Öffentlichkeit, mit Presse zu tun hat, mit Fernsehen zu tun hat, dass ich da überall war. Ne? Mhm.